Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ich würde sagen, ich mache mal eben kurz hier meinen Sound ein bisschen leiser. Wir waren da vorne, waren hier nicht noch Leute, mit denen wir sprechen konnten, die wir noch nicht angesprochen haben. Das wollte ich noch eben schauen, damit wir erstmal hier so ziemlich alles abgedeckt haben und so ein bisschen mehr in die Geschichte eintauchen können, über die Welt erfahren können. Auch hier wieder ein wunderschöner Blick unten auf das Dorf. Ach, ist das toll. Ja, ich habe da jetzt den ersten Spieltag mal so ein bisschen sacken lassen. Und ich muss sagen, so diese Mischung aus Steampunk-Elementen und dieser diffusen Bedrohungslage, trotzdem hier so eine leicht mittelalterliches Setting, das ist schon eine coole Sache. Und natürlich gibt es auch wieder jemanden, der hier auf der Bank sitzt mit einem Bogen. Und da sind die Leute am Essen. Hier war doch irgendwo, liefen doch noch hier Named rum, die sich eben unterhalten haben. Da müsste man nochmal schauen. Ich will jetzt auch nicht hier durch den Garten laufen und die ganzen Pflanzen abernten. Ich glaube, es gibt Ärger, oder? Tü-tü-tü. Gut, das sind wahrscheinlich nicht die Pflanzen, die da angebaut werden. Das ist nicht ganz so schlimm. Du kannst hier sein, aber bitte nimm nichts mit, okay? Was machst du hier? Ich schaue mich nur ein bisschen um. Ja, in der letzten Folge hatten wir die Waffe eingetauscht gegen ein paar Penunzen. Und jetzt ist es natürlich möglich, dass dies für uns... Wie war denn das? Wollten wir hier hochgehen? Waren wir hier oben schon? Ist natürlich möglich, dass es einen negativen Effekt für uns hat. Nein, hier waren wir noch nicht. Die nächste Frage ist, ob wir überhaupt hier sein dürfen. Da ist wieder Duras. Das scheint also hier der Bereich der Besserverdienenden zu sein. Die Heiler. Da war wieder eine Setzerin. Lass dir ja nicht einfallen, etwas einzustecken. Ich glaube kaum, dass du hier etwas verloren hast. Was suchst du hier? Ja, die Nachtwachen, Nachtwachen scheint klar zu sein. Da gehen wir aber lieber nicht in die Gebäude rein, die wollen wir ja nicht wecken. Es ist ja schön, dass wir so viele NPCs haben, aber es sind nur ganz wenige named. Dürfen wir hier hoch? Hier wohnt der, oder was? Es hieß ja, er wohne extravagant. Hier haben wir eine Werkbank, da können wir also irgendwelche Sachen irgendwo herstellen. Dann haben wir hier einen wunderschönen, großen, alten Baum, der mitten im Haus steht. So, und jetzt, Leibgarde. Das ist hier unser King, ne? Genau, Ragnaros. Der Feuerfürst. Er, der schon nun uralt war, als unsere Welt noch jung war. Hier haben wir wieder Nachtwache, nehme ich an. Die will ich jetzt auch nicht triggern. Und ich hoffe mal, dass das hier jetzt keine Privatgemächer sind, sonst haben wir da das nächste Problem. Ja, da gibt es halt so ein altes Hochhaus hier. Cool. Und das erinnert natürlich auch wieder an Fallout und so dieses... Diese Post-Apo-Sache, die ich ja wirklich sehr mag. Ich finde es einfach wunderschön, in einer postapokalyptischen Welt zu leben. Deswegen bin ich auch froh, dass wir Trump und Kim Jong-un haben. Die werden schon dafür sorgen, dass das irgendwann kommt. Nein, ernsthaft, also das macht mir schon Sorgen. So, wollen wir hier rausgehen oder geht's hier noch irgendwo weiter hoch? Da müssen wir eventuell noch hin. Jetzt soll ich auch erstmal gucken, ob wir in dem Haus noch was übersehen haben. Wir gehen also jetzt ein bisschen auf Erkundungstour. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen im Moment die Videos einseitig. Ihr könnt ja auch, ich bin euch da nicht böse, gerne ein Video überspringen. Aber das ist echt cool, cool. So, hier scheinen wir irgendwie aber nichts weiter ausrichten zu können oder finden zu können. Aber ich weiß ja, dass unten im Dorf noch zwei Leute waren, mit denen wir sprechen können. Es ist eine Pärchen da, dass sie nicht einig war, was sie machen wollten mit ihrer Zukunft. Und hier oben ist noch ein weiterer Dorf-Ein- und Ausgang. Ist denn hier hinten noch mehr Dorf? Nee, ist einfach nur eine Befestigung, dass die wilden Tiere nicht reinkommen. Die ist übrigens sehr wertvoll. Weil es ist ein riesengroßes Tor. Gut, dann gehen wir runter ins Dorf, reden noch mit den restlichen Leuten, würde ich vorschlagen.
Das Trollkraut nehmen wir natürlich mit. Ja, und ich überlege, ob es vielleicht ein Fehler war, auf den einfachen, auf der einfachsten Stufe zu spielen. Denn, naja, ihr kennt mich, ich möchte gerne die Story erleben und Metzeln und so finde ich immer relativ albern. Ja, ich möchte das lieber anders lösen. Auch daher heben sich meine Videos vielleicht von dem einen oder anderen ab. Aber vielleicht ist das Problem bei der Herangehensweise da, dass wir nicht genötigt sind, sozusagen den einen oder anderen Heiltrank auch herzustellen oder solche Dinge, auf solche Dinge zu achten, uns wirklich dann auch freuen, wenn wir Waffen-Upgrades bekommen, weil wir wirklich besser werden, weil es einfach zu leicht ist. Das finden wir natürlich auch jetzt noch heraus. Können wir irgendwie runtergehen? Ich will jetzt nicht wieder bei dieser Meute von Tieren rauskommen. Wo ist eigentlich der Ausdauerbalken? Den habe ich noch nicht gefunden. Ach, da oben der grüne, okay. Der ist übrigens sehr schnell wieder auffüllt. Das heißt, wir können viel mehr rennen und laufen. So, Werker. Wache. Werker. Kaldrim. Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Klingt logisch. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Ist mir übrigens sehr sympathisch, ne, die Welt von Drogen frei zu machen. Das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz, sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Wovon redest du? Ich kann nicht genau mit dem Finger darauf zeigen. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Die Kunst, das Mana-Feld richtig zu deuten, ist keine sehr genaue Kunst. Was führt dich zu mir? Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Aha. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein,
sodass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Meine Stimme hat hier in der Stadt großes Gewicht. Ich kann also ein gutes Wort für dich einlegen, falls du dich uns anschließen möchtest. Aber das ist nicht alles. Wenn du willst, kann ich dir Elexit geben. Hier fallen immer mal wieder einige Splitter ab. Bei der Umwandlung von Elex in Mana gibt es immer ein bisschen Schwund. Und von diesem Schwund könnte ich dich ordentlich entlohnen. Also, wirst du mir helfen? Mal sehen. Vielleicht höre ich ja etwas über Kral. Nicht die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Aber nun, wenn du wider Erwarten doch nach Kral Ausschau halten solltest... Kral hielt sich häufig auf dem großen Balkon oben im Haupthaus auf. Vielleicht findet man dort einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Zeig mir deine Ware. Neue Mission! So, der natürlich dann hier so eine... Damit lässt sich ein Amulett herstellen. Ah, das Rezept hat er hier, okay. Hey, warte mal. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Gut, ich denke, bevor wir das brauchen, müssen wir erstmal rausfinden, wie das alles funktioniert. So, wir gucken uns mal kurz an hier. Also hier ist irgendwie dieser Umwandlungstempel. Ist natürlich verboten für uns, die Sachen zu nehmen. Oh oh. Ich dachte gerade, jetzt ist es soweit. Da werde ich vielleicht auch in Mana umgewandelt und dann war es das mit mir. Gut, was haben wir hier? Haben wir auch noch irgendwas? Sollen wir da immer hingehen oder sollen wir erst hier oben hochgehen? Wir gehen erst hier oben hoch, weil sonst vergesse ich das wieder. Das ist ein kleiner Turm. Hallo, warst du jemand? Nein. Also, wir kommen vom Setzer zum Werker, vom Werker zum Heiler. Ist das so die Aufstiegskarriereleiter? Und es scheint sich abzuzeichnen, dass wir den Kampf gegen die Drogen aufnehmen. Das ist eine gute Sache. Gehen wir jetzt bei der Jamaika-Koalition gespannt, ob jetzt Alkohol endlich verboten und Kiffen legalisiert wird. Das mit dem Kiffen legalisieren endlich ist nicht meine Meinung. Ich bin gegen jede Form von Drogen. Aber wenn man sieht, wie viel gefährlicher Alkohol ist als Kiffen, abgesehen halt von der negativen Wirkung, dass man das häufig dann mit Tabak und entsprechenden Nebenwirkungen konsumiert. Was nicht heißen soll, dass sie kifft, weil ich finde das alles uncool. So. Gehen wir mal wieder runter hier. Und wie gesagt, da fehlen ja noch zwei. Zwei Leute wissen wir doch noch. Das ist, müssen wir noch irgendwo finden. Die müssen noch irgendwo hingegangen sein. Oh, wer die armen Leute hier die Kisten raufschleppen müssen, mit denen möchte ich nicht tauschen.
So viel steht jedenfalls schon mal fest. Und wie groß die Stadt ist, sieht man jetzt auch, ne? Wenn wir von oben runter gucken. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal noch einmal hier lang. Au! Diese schöne Holzbrücke. Wasser und Flüsse gibt es hier hinreichend jedenfalls. Aha. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Das ist aber nett. Eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Wir sehen, also wir müssen auf jeden Fall erstmal in die Welt raus und Sachen lernen, weil selbst für die simpelsten Sachen haben wir... Doch, da war gerade was. Eine Werkerrüstung könnten wir halt tragen. Plus 45 Paradestärke, plus 10 Rüstung. Das, eine Jägerhose. Also, da sehen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Mit unseren Punkten. Mein Name ist Scheuche. Vogel Scheuche. So, ja, aber hier, Hakon. Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps. Richtig. Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Wieso hast du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Und wenn dem so wäre? Dann hätte ich einige Informationen für dich. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt. So dass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf drei Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt.
Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Ha! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unsereins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Dann schauen wir nochmal, ob der uns das beibringen kann. Aber ja, wir haben ja noch nicht weiter gelevelt, das heißt, da fehlen ohnehin noch unsere Fähigkeiten. Gut! Also, wir haben offenbar auch einige Berserker-Freunde hier, die sehr angepisst über die Alps sind. Gut, dass bis jetzt noch keiner herausgefunden hat, also andeutungsweise, dass wir selber einer sind oder waren. Wir sind ja quasi nicht mehr Drupp. Da oben ist auch noch ein Haus. Ich glaube, ich gehe jetzt erst hier rein und dann können wir mal gucken, wenn wir hier oben rauslaufen, dann kommen wir aus der Stadt raus, ob es da irgendwelche Quest-Sachen gibt, die wir dann da erledigen können. Du hast hier keine kluge Entscheidung. Was? Du bist in Ordnung. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Ich dachte gerade erst, die hätten eine Sense auf dem Kopf. Okay, wir wissen schon, dass wir die Waffen eh nicht tragen können. Gudel, 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 gu. Sag mal, wie viele Leute gibt's denn hier noch? Angrim, Kriegerin, Mann. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Ach so? Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Das ist aber sehr lieb von dir. Sollte ich dich kennen? Die Entscheidung überlasse ich deinem Verstand. Wenn du mehr Weitsicht besitzt als manch einer hier, dann wirst du die Antwort recht bald kennen. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig.
Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Ja, Moment mal. Das heißt, wenn ich mich denen hier anschließe, kann ich mit keinem Händler in der ganzen Welt handeln, nur mit denen? Das halte ich aber für ein bisschen merkwürdig. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Verstanden. Gut, ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Ja, ich habe noch eine Frage. Sinda schickt mich. Sinda? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sinda zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei. Um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinda wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Puh. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht,
ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Also, ein Maulwurf haben wir auch noch. Jetzt die Frage, ob wir den Kleriker verraten sollen oder nicht. Ich meine, ich glaube, wir haben ja alles von dem, was wir haben wollten, ne? Wir haben ihm die Waffe verkauft. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Gut. Und du wirst jetzt unverzüglich einen Daumen und einen Kommentar da lassen und morgen wieder reinschauen. Danke fürs Zuschauen. Und ja, ich bin nicht sicher. Ich sag's jetzt nur schon mal vorsorglich. Sollte es ein Problem mit diesem Spiel im Hauptkanal geben, also von wegen, dass es dann doch nicht so viel Interesse findet, geht es in Gardehol 2 weiter. Ich weiß, ich sage das ja häufig, aber ja, es geht auf jeden Fall in Gardehol 2 weiter, meinem Zweitkanal. Das werde ich dann entsprechend verlinken, nur dass ich schon mal gesagt habe. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier in Alex. Tschüss!